Stifte raus, schulfrei für Kunst. Moin ihr Lieben, dieses Mal eine etwas andere Kamera. Meine Kamera, die ich sonst benutze, hat gerade den Geist aufgegeben. Bisschen genervt darüber, also werde ich mit dem Handy arbeiten. Was die Bildqualität angeht, wir werden sehen. Genau, doppelte Fluchtpunktperspektive. Heute sind Türen und Fenster dran. Ihr erinnert euch vielleicht an die Zentralpunktperspektive, Tür und Fenster. Ein bisschen von dem Wissen kann man noch gebrauchen, falls ihr den Kurs schon gemacht habt. Genau, aber das kann man auch jetzt einfach starten mit der doppelten Fluchtpunktperspektive. Ja, viel Spaß dabei. So, habe mal gerade ein Bahnwärterhäuschen vorbereitet. Die Kamera beliebt wieder zu funktionieren. Ich muss mal gucken, dass ich hoffentlich hält sie auch weiter durch. Okay, ich möchte gerne an diese Wand eine Tür einzeichnen. Die Tür beginnt natürlich auf Fußbodenlinie mit dem Einschnitt. Denkt dran, senkrecht bleibt senkrecht. Also werde ich jetzt hier erstmal eine Senkrechte nehmen. Wie gesagt, kleines Bahnwärterhäuschen, so rein von den Proportionen her. Das wird die Tür. Von der Breite her, na klar, alles parallel. Ich werde so ein bisschen abchecken, dass es halbwegs symmetrisch rechts-links ist. Ja, und die obere Begrenzung geht natürlich zum Fluchtpunkt. So, wäre das jetzt eine Tür, die mit der Wand total abschließen würde? Wir werden die Tür so ein bisschen nach hinten versetzt reinarbeiten. Das heißt, wie so ein kleiner Windfangeingang sozusagen. Aus diesem Grunde setzen wir jetzt hier erstmal, wenn es mir möglich ist. Ich ziehe die Linie mal durch, weil ich mit dem Stativbein nicht weiterkomme. Sonst hätte ich das Geodreieck auch anders ansetzen können. Ich werde jetzt hier im rechten Winkel, ihr werdet das so machen, aber bei mir klappt es nicht, deswegen. So, im rechten Winkel setze ich jetzt hier einmal das berühmte, von der Zentralpunktperspektive bekannte rechtwinklige Rechteck an. Hier ist die Horizontlinie, das heißt, hier sind die Augen. Das heißt, der Betrachter dieser Perspektive, dieses Bildes, der steht höher als dieser Hauseingang, also die Tür vom Hauseingang. Das heißt, er kann nicht von unten diesen Mauerbereich der Tür einsehen. Er kann das sehen, er kann auch nicht das sehen, nicht das. Das heißt, ich ziehe jetzt parallel hoch diesen Eingangsbereich eben halt, wo man dann hinten eine Tür reinsetzen könnte. Ne? Genau. So, und jetzt werde ich durch diesen Punkt, also ein bisschen schütter die Linie da. So, durch diesen Punkt gehe ich vom Fluchtpunkt rechts und kennzeichne dadurch die Bodenfläche dieses Windfangbereiches. Genau, so und hier würde die Tür jetzt ansetzen. Wenn die Tür jetzt noch ein Fenster hat, hier könnte man ja einen Briefkasten ranbringen, ne? Das würde man sehr waagerecht arbeiten, es sei denn, er geht in die Tiefe. Hier, wenn hier Fenster drin sind, senkrecht ist nicht das Thema, denke ich mal. Das ist klar. Na, wenn man hier zum Beispiel so ein Fenster in der Tür hat. Dann würde natürlich die obere und untere Kante wieder zum Fluchtpunkt ausgerichtet werden. Postkasten, ich meine, den können wir durchaus nochmal machen, wenn es euch interessiert. Ich werde den mal, na, wo setze ich ihn, tiefer oder höher? Ich setze ihn mal ein bisschen, da die Unterkante, da die Oberkante. Ne? Genau, die Senkrechten bleiben senkrecht. Das heißt, ich kann an der Parallele arbeiten, logisch. Ja. Jupp, besonders
breit ist er ja nicht, er ist eher lang und schmal, aber da muss man die Zeitung halt senkrecht reinstopfen, ne? So, er hat natürlich eine gewisse Tiefe, er ist ja nicht in die Wand eingemauert, jeweils gehen wir mal nicht davon aus. Das heißt, er muss in den Seitenkanten, also so wie er denn eben halt Richtung Wand läuft, ist er natürlich wieder den Fluchtlinien untergeordnet. Das ist so wie hier als auch da. So, genau. Ober- und Unterkante der Fenster zum Fluchtpunkt. Senkrecht bleibt senkrecht. Also habe ich hier die Senkrechten eingetragen. Ich habe dem Schrumpfen in die Ferne, dem habe ich Rechnung getragen, indem ich dieses Fenster etwas schmaler gemacht habe als das. Ja, und nun beginne ich das, was ich hier bei der Tür gemacht habe, mit dem praktisch reingreifen, weil ich möchte hier so ein bisschen so einen vertieften Einsatz des Fensters haben, mit einer kleinen Fensterbank. Gleiche Problem wie bei der Tür gerade eben. Der Betrachter steht höher, als die Fenster hoch sind. Also er kann nicht da unten drunter gucken. Das heißt, er sieht ja von dieser Richtung und schaut nach da die Fensterleibe an. Ich werde jetzt nur noch das Lineal anlegen, durch diese Punkte vom Fluchtpunkt des Fensterbrett praktisch markieren hier unten. Ja, da sind sie schon, die Fenster. Wie gesagt, ich habe mit dem Lineal gerade eben nochmal durch diese beiden Eckpunkte des rechtwinkligen Rechteckes gegangen, was man hier oben ja gar nicht erkennen kann, weil da eben halt die Sicht versperrt ist, weil der Betrachter dieses Bildes höher steht. Warum? Horizontlinie liegt da drüber. Richtig, da blicken die Augen hin. Genau, ja, so ist jetzt dieses Bild. Tür und Fenster. Es sieht immer so ein bisschen schräg aus, je nachdem, wie ich die Kamera halte. Ich werde noch mal ein bisschen entfernt mich hinstellen. Dann seht ihr das ein bisschen besser. Ich zeichne auch gleich nochmal mit Fineliner die Linie nach, um ein paar Bilder hinterher zu schicken. Ja, ich denke mir, das müsstet ihr gut hinkriegen können. Viel Spaß dabei. Okay. Ja, so sieht die Gesamtperspektive aus. Ich habe die Linien, die zum Fluchtpunkt hingehen, mit einem roten Pfeil versehen.